Und als nächstes für die Piratenfraktion Svenja Wagner. Ja, sehr geehrtes Jugendlandtagspräsidium, sehr geehrte Abgeordnete und sehr geehrte Zuschauer auf der Tribüne und im Livestream. Viele junge Leute in unserer heutigen Gesellschaft streben ein Studium an. Ein Studium ist eine Möglichkeit zur Erweiterung der Bildung. Es ist eine Chance im späteren Berufsleben. Es ist eine Chance, später Karriere zu machen. Und dieser Zugang wird für viele verwehrt. Und das kann nicht sein. Das Studium ist quasi ein Raum. Und es ist nur durch eine Tür erreichbar, und zwar ein Fachabitur oder ein Abitur. Aber es müssen weitere Türen müssen geöffnet werden. Allerdings sind wir der Meinung, dass das Studienzulassungssystem beibehalten werden soll. Das heißt 20% durch das Wartesemester, 20% durch NC und 60% durch ein Auswahlverfahren. 5% der Studienplätze sollen auch weiterhin außerhalb der Quote angesehen werden für extreme Härtefälle. Die 20%, die durch den NC, rein durch den NC vergeben werden, sollen aus dem Grund beibehalten, dass die Durchschnittsnote eine gewisse prognostische Qualität für den späteren Studienerfolg besitzt. Da berufe ich mich auf die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Kanzler und Kanzlerin der Fachhochschule NRW. Das Abitur ist nun mal die allgemeine Hochschulreife. Es hat eine hohe Voraussagekraft für den Studienerfolg. Das wurde schon öfters nachgewiesen. Und das Abitur nimmt man nicht auf die leichte Schulter. Es wird einem nicht geschenkt. Da steckt viel Arbeit hinter, 2 bis 3 Jahre. Und das soll belohnt werden. Man darf doch nicht die Leute, die gut in der Schule sind und 12 bis 13 Jahre dafür hart geackert haben, darf man doch nicht dadurch bestrafen, dass die jetzt gleichgestellt werden mit jemand, der zum Beispiel jetzt einen Realschulabschluss hat. Allerdings machen sich die Hochschulen es ziemlich einfach mit den restlichen 60%, die durch ein Auswahlverfahren vergeben werden. Sie machen es wirklich häufig so, dass sie einfach sagen, 80% werden durch den NC vergeben. Und das muss man ändern. Ich finde, also unserer Meinung nach darf der NC und der Abschluss bei diesen 60% nichts mehr wert sein. Das darf nichts mehr, das darf keine Aussagekraft mehr haben. Da zählt nur dann ein geeigneter Einstellungs- oder Qualifikationstest und soziales Engagement. Dadurch können mehr junge Leute sich für ein Studium bewerben. Allerdings wollen wir nicht, dass einfach jeder, der aufwacht und sagt, ich will studieren, dass der die Chance hat, auch sich dafür zu bewerben. Man muss Engagement zeigen. Das heißt, durch ein Abitur oder durch einen Hauptschul- und Realschulabschluss. Allerdings, wenn man einen Realschul- oder einen Hauptschulabschluss hat, dann braucht man auch eine vollendete Ausbildung dafür. Und diese Ausbildung und das Studienfach, das muss auch direkt zusammenhängen. Man kann nicht Menschen nehmen, die vielleicht super sozial kompetent sind, aber keine Fachkenntnisse haben. Das geht nicht. Und die Vergabe nach NC darf nicht abgeschafft werden. Aber es müssen auch andere Möglichkeiten geschaffen werden. Dankeschön.